hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Oh, in diesem Video geht es um einige Neuigkeiten. Ich habe es mal jetzt hier so als News, Duxers News genannt. Ob das Video wirklich so heißt, weiß ich noch nicht. Und zwar möchte ich heute bestimmte Sachen ausprobieren. Einmal geht es um das Thema App-Image. Da gibt es interessante, wie soll man sagen, Neuigkeiten, sagen wir mal eher Eigenschaften, genau, in Verbindung mit Ubuntu 24.04, genau. Wir fangen mal an mit App-Image. App-Image kennt ja jeder. Hier auf App-Image-Hub zum Beispiel, da kann man sich ja so einiges so herunterladen. Ja, gucken wir mal im Bereich, wir nehmen jetzt irgendetwas hier, einfach nur als Beispiel, zum Beispiel hier so ein Schachspiel, dann gehen wir auf Downloads, App-Image, das dauert ein paar Sekunden, dann kann man sich das hier mit 32 MB rucki-zucki herunterladen, alles soweit so gut, und dann kann man das dementsprechend über Downloads, kann man das dahin schieben, wo man es gerne haben möchte, zum Beispiel, keine Ahnung, hier in den Ordner Snap, da sind E-Programme drin. Gucken wir einmal nochmal nach. Bist du ausführbar? Nein, da machen wir dich jetzt ausführbar. Und dann kann man per Rechtsklick ausführen, kann man das Programm, welches auch immer, dann ganz normal starten. Das ist soweit gut, nur bei einer frisch installierten Ubuntu 24.04 Version ging das nicht. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum? Warum kann ich keine App-Image auf einmal starten? Ich habe alles ausprobiert, alles nachgegoogelt, ich habe nichts gefunden. Dann habe ich das System sogar nochmal neu installiert. Und ging immer noch nicht. Also auf einer frisch installierten Ubuntu-Version kann man App-Image aus irgendwelchen Gründen nicht installieren. Stand 22.06.2024 um 9.40 Uhr. Kann natürlich sein, dass mit ein paar Updates jetzt behoben wird das Problem. Aber ich habe dann doch eine Lösung gefunden. Und diese Lösung bedeutet oder heißt, ich öffne dazu mal ein Terminalfenster. So, das ist die Lösung. Ganz einfach, ganz kurz und knapp. Die Lösung, ich mache da hier mal so ein bisschen nach oben. Die Lösung heißt sudo apt install libfuse 2t64. Also dieses Paket muss man auf jeden Fall dann dementsprechend nachinstallieren. Das habe ich schon gemacht. Also libfuse 2t64. Ja, ich würde da sagen, dass ich das schon installiert habe. Bei mir ist es die Version 2998. 1 Build 1, genau. Die wäre jetzt bei mir aktuell drin und damit lassen Sie auch ganz normal App-Image starten. So, das zu einem ersten Punkt und dann geht es jetzt weiter. Neue Dateien anlegen. Unter Gnome war es ja eigentlich nie möglich, so ohne weiteres, so out of the box, Dateien mit dem Rechtsklick anzulegen. Zum Beispiel jetzt hier auf dem Desktop herzugehen, zu sagen, neues Dokument Excel, neues Dokument Textdatei, neues Dokument PowerPoint, neues Dokument, was habe ich vergessen, Word als Beispiel. Das kann man jetzt auch noch unendlich, kann man das noch erweitern. Das geht jetzt seit dieser Version, also zumindest ist mir bekannt, vielleicht ging es auch vorher schon, also vielleicht sind das keine Neuigkeiten, aber für mich sind es auf jeden Fall Neuigkeiten. Seit der Version 24.04 geht das. Wie geht das? Eigentlich ist das ganz einfach. Man braucht nur den Nautilus. So, und da gibt es hier einen Ordner, der heißt Vorlagen. Und ich habe mich immer gewundert, was ist hier für ein blöder blaue Balken? Da geh weg, will ich nicht haben, ne? Auf jeden Fall, hier kann man alle seine Vorlagen reinpacken, die ja mit dem Rechtsklick erstellt werden. Zum Beispiel könnte man sagen, ich brauche standardmäßig immer irgendein bestimmtes Formblatt. Ich mache mal jetzt hier irgendwie eine Textdatei rein. Ne, das brauche ich immer wieder, warum auch immer. Vortrag täglich. Dieses Formular brauche ich jeden Tag. Kann sein, auch immer. Wenn man seiner Ehefrau irgendetwas täglich berichten will. Erstens Begrüßung. Keine Ahnung, ist einfach nur fiktiv. So, ich speichere das jetzt hier ab. So, und habe dann ein Formblatt erstellt, Vortrag täglich. So, und egal wo ich jetzt in meiner Dateistruktur jetzt hier bin, sagen wir in Musik, und ich will jetzt dieses Formblatt hier drin haben. Rechtsklick, neues Dokument, Vortrag täglich, und wenn ich es öffne,
ist dann dementsprechend dann auch der Inhalt, der da schon ein bisschen drin stehen soll, ist dann da drin. Und dann kann ich dann hierher gehen und dann meine Eintragung machen, abspeichern oder speichern unter, vielleicht noch umbenennen, noch ein Datum hinter, oder wie auch immer. Also das ist wirklich eine super Sache, dass es jetzt out of the box geht. Und natürlich ist auch sofort die Verknüpfung dargestellt. In dem Fall meine Textdatei mit dem Editor. Und wenn ich natürlich jetzt Excel aufmache, anklicke, dann gehe natürlich dementsprechend dann LibreOffice auf und kann dann sofort dementsprechend hier meine Eintragung machen und so weiter und so fort. Ich kann das dann da direkt drin abspeichern oder natürlich auch überspeichern unter dementsprechend das woanders hinpacken. Also das ist schon mal eine super Sache unter GNOME 46. Ich meine, das ist GNOME 46. Ich schaue nochmal eben nach. Nicht, dass ich jetzt irgendwie Blödsinn erzähle. Genau. X11 habe ich am Start und GNOME 46. Ich habe mich vorher immer beholfen mit einem Bash-Skript. Und zwar hat man bis jetzt immer ein Problem gehabt. Man konnte ja nie irgendwo eine leere Textdatei, Word-Datei oder was auch immer anlegen. In erster Linie ging es mir immer um Textdateien. Wenn ich auch schon irgendwo eine Ordnerstruktur war, kommt es öfters vor, dass ich da eine Textdatei drin haben wollte. Ob ich da hinter ein Bash-Skript rausmache oder einfach nur eine Info oder warum auch immer. Es war nie möglich, per Rechtsklick zu sagen, neues Dokument und neue Textdatei. Wie gesagt, das gab es nicht. Man konnte zwar immer einen Ordner irgendwo anlegen, wo man will, umbenennen und das klappte alles schon damals, aber nie halt eben eine leere Datei. Deswegen habe ich mir dann schon vor raumer Zeit so gedacht, komm, ich trickse da mal ein bisschen rum. Und zwar auf der Seite GitHub. Genau, das wäre jetzt hier meine Seite vom Tuxer. Da habe ich jetzt hier schon so ja, drei Bash-Skripts erstellt. Einmal für OpenLara, einmal Refa-Zeitstudie, da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Und einmal diesen Bash-Tuxer-Add-on. So habe ich es einfach genannt. Mir fiel nichts Besseres ein. Und wenn man denn hier dann guckt, mittlerweile ist das schon die Version 4. Dann kann man hergehen, sich das Ganze jetzt hier markieren. Rechte Maustaste kopieren. Und dann in der Bash-RC einfügen. Dazu im Browser seiner Wahl STRG H drücken, dass man die versteckten Dateien sehen kann. Und dann ist irgendwo eine Bash-RC hier. Einfach anklicken, die wird dann mit dem Texteditor geöffnet und dann einfach einfügen, den Text, den ihr da markiert habt. So, das speichere ich jetzt mal nicht ab, weil bei mir ist der Text schon drin, dann wäre jetzt doppelt drin. Verwerfen. So, was steht denn da überhaupt drin? Also, hier sind so ein paar Alias in erster Linie, zum Beispiel Alias neu. Da komme ich jetzt gleich drauf zu sprechen. Wo fängt das an? Tuxas Begrüßung. Hier wird eine Uhr mit Datum und Uhrzeit eingeblendet. Dann kann man mit dem Alias Rechner kann man etwas aufrufen, mit Up und Up 2 und Up 3 Updates durchführen. Mit DB kann man dann dementsprechend noch etwas durchsuchen. Ja, und viel mehr ist Stand heute da auch noch nicht drin. Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal ein Terminalfenster auf. Das habt ihr bestimmt schon mal in meinen Videos so gesehen, dass es so ein bisschen anders aussieht. Ein bisschen größer, sagen wir mal so. Dann hat man denn hier sofort die Uhrzeit. Klar, die ist natürlich statisch, die wird einmal eingeblendet. Und wenn ich jetzt hier 10 Minuten sitze und nichts mache, steht da immer noch 13.41 Uhr. Ne? Das ist sicherlich richtig. Das kriegt Bash natürlich nicht hin. Und hier stehen auch verschiedene Alias, die man nehmen kann. Rechner, ab 2, ab 3, DB und so weiter. Worauf ich jetzt eigentlich eingehen will, ist auf neu. Weil neu ist nämlich gleich eine neue Textdatei erstellen. Klar, man kann auch Touch eingeben, aber ich will es ja immer so schnell und so einfach und so simpel wie möglich haben. Weil unterm Strich steckt jetzt hier in den Alias Touch und dann leere Textdatei, so sinngemäß. So, warum habe ich das so gemacht? Ganz einfach. Wenn ich irgendwo in der Tiefe der Verzeichnisse hier bin, sagen wir mal, ich bin jetzt hier, wo könnte ich denn sein? Ich bin jetzt hier unter Dokumente. Ich möchte jetzt hier eine leere Datei drin haben. Da war es nicht möglich zu sagen, neues Dokument. Jetzt geht es, ja, durch das GNOME-Update, aber bis dahin
bis Ubuntu 22.04 war es nicht möglich, so ein Textdokument zu erstellen. Dann bin ich mal hergegangen, habe dann gesagt, okay, hier auf den drei Punkten im Terminal öffnen und einfach neu eingeben. Terminalfenster wieder schließen und schon habe ich meine Textdatei gehabt. Egal wo ich gerade bin, ob ich im Root-Verzeichnis bin oder in 1000 Millionen Unterverzeichnissen, so habe ich immer eine neue Textdatei erstellt. Das könnte man natürlich auch noch erweitern mit neu 1, 2, 3 zum Beispiel und dann hat man dann Word-Dokument, Excel-Dokument oder was auch immer. Aber mir reicht eigentlich immer ein Textdokument und deswegen habe ich das auch nie so weiter soweit erweitert. Jetzt fehlt eigentlich nur noch einen eigenen Starter erstellen. Mal gucken, vielleicht bekomme ich das darüber auch hin. Da suche ich mir noch eine Lösung, ob man da vielleicht auch drüber einen eigenen oder einen neuen Starter erstellen kann. Das wäre natürlich auch eine prima Sache. Wer meinen Kanal etwas länger verfolgt, der weiß auch, dass das Thema Wayland bei mir eigentlich öfters auch immer auf dem Tagesprogramm steht. Und zwar eigentlich aus dem Hintergrund, weil ich habe damit nur Probleme. Liegt natürlich auch daran, dass ich ein NVIDIA-Benutzer bin und der Zusammenspiel oder das Zusammenspiel ist halt eben nochmal noch nicht gegeben oder noch nicht zu 100% gegeben. Bei meiner Grafikkarte erst recht nicht, also das gibt nur etliche Probleme, etliche Bildstörungen und ähnliches. Und deswegen ist es natürlich schön zu wissen, dass ich da jetzt mal langsam nach gut 7 Jahren oder wie lange das jetzt bei Ubuntu so im Kommen ist, sich langsam mal da etwas tut. Und zwar gibt es jetzt wohl einen neuen NVIDIA-Treiber in der Version 55, also 555 und damit soll das Wayland-Problem wohl ja ausgebügelt sein. Und da bin ich auch mal gespannt, also wenn der Treiber 555 kommt, vielleicht habe ich ihn ja schon drauf, ich kann ja mal ganz kurz gucken. Ich gucke mal unter zusätzliche Treiber. Vielleicht ist der 555er ja schon drin. Dann werde ich ihn auf jeden Fall mal verwenden. Nee, der ist wohl jetzt hier unter Ubuntu 24.04 noch nicht in den Paketquellen drin. Vielleicht kann man das auch so nachinstallieren. Da mache ich mich nochmal schlau. Jetzt haben wir den 535er. Der wäre jetzt die höchste Seriennummer oder Versionsnummer, besser gesagt, nicht Seriennummer. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Ich werde es auf jeden Fall testen, ausgiebig. Und wenn das jetzt die ultimative Lösung ist, dann bin ich der Erste, der auf WLAN umswitcht, mit Sicherheit, warum nicht. Und das finde ich auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Sache. Ja, der Bericht ist hier ist schon vom 23. Mai, also ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht mehr ganz so neu. Aber ich bin ja jetzt erst drauf gestoßen. Also am 23. Mai kam der 555er schon als Beta-Version raus. Und deswegen denke ich mal, wird es nur noch eine Frage von Wochen sein, bis man den auch als Stable bekommt. So, dann kommen wir zum nächsten Thema Gnome. Beziehungsweise Gnome 46. Gnome 46, wie gesagt, da gibt es ja jetzt die Erweiterung, dass man halt eben eigene leere Dateien anlegen kann. Das ist schon mal sehr gut. Und dann habe ich noch etwas gefunden in den Erweiterungen. Wenn man sich die Gnome Erweiterung installiert, nur da muss man darauf achten, dass man die blau nimmt, nicht die grünen. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Es ist nicht schlimm, nur dann hat man hier noch so ein, ja, noch so ein Blödsinn, wird da mit installiert, den man gar nicht braucht. Darauf gehe ich jetzt nicht ein, sondern nur auf die, die mich jetzt interessieren, beziehungsweise die ich neu gefunden habe. Burma Window ist klar, ist ja allgemein bekannt. Zum Beispiel den Clip-Indikator, den kann ich empfehlen. Der ist dann hier oben drin, das ist der hier. Und zwar ist das eine Zwischenablage. Ich kann da mal irgendetwas in eine Zwischenablage reinpacken. Ich brauche irgendeinen Text. Nehmen wir mal irgendeinen Text. Den Text hier, den finde ich schön. Den Text und den Text. So. Und dann habe ich den jetzt hier oben drin und kann zwischen den einzelnen Texten hin und her switchen. Wenn ich das jetzt irgendwo einfügen will, ne, dann muss ich dann dementsprechend nur anklicken, welchen Text ich haben möchte. Rechte Maustaste und dann wäre der dann da. So, rechte Maustaste. Jetzt habe ich den Text. Und jetzt möchte ich den haben, den mit Google.
Und dann hätte ich den Text. Und jetzt denke ich mir so, ach, den möchte ich jetzt nochmal haben, weil der Text, der war so schön. Und dann hätten wir den dementsprechend nochmal. Also das ist wirklich sehr hilfreich. Das verwende ich aber schon, ach, unter Gnome 2 schon. Das ist wirklich eine tolle Sache. Eigentlich in dem Sinne auch nicht wirklich was Neues. So, Kombis ist klar, viele mögen es nicht, ist ziemlich verspielt. Hier mit dem Würfel, brennende Fenster und ähnliches. Kann ich verstehen, wenn einer sagt, er findet das blöd, ne, wackelnde Fenster. Ich meine, ich stehe auf so einen Quatsch. Warum auch immer, ist halt so. Jeder hat ja da so seine Vorlieben. Ich finde das halt immer gut. Genau wie Desktop Cube. Ja, das ist der hier, ne? Smiley, den habe ich jetzt auch neu gefunden. Da kann man irgendwie Smileys einfügen. Ich weiß nur nicht wie. Da, das muss ich noch testen. Also dieses Translate Clipboard, das scheint aus irgendwelchen Gründen nicht zu funktionieren. Ich stelle das mal wieder ab, wenn ich jetzt hier einen Text habe, das jetzt markiere. Irgendwie tut sich da nichts. Wenn ich den jetzt anmache, dann habe ich hier ein Icon und hier steht Translate mit Super Y. Ich drücke mal Super Y. Hier geht zwar ein Fenster auf, aber hier ist nur ein X. Also da scheint nicht so ganz so zu funktionieren, wie es sein sollte. Hier ist zwar so ein Google Translator mit drin, aber der ist jetzt hier im Browser mit drin. Den kann man ja auch verwenden, der ist eigentlich auch ganz gut. Und dann kann man sich jetzt hier vorlesen lassen. Das Amnesic Incognito Live System, Tails, ist eine Debian-basierte Live-DVD, USB mit dem Ziel... Okay, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt sagt, lies alles vor, ich mache mal extra mal so. Gucken, was er macht. Lies er mir das auch vor? Ne, da weigert er sich, ne? Das ist wohl zu viel. Oder mal wenigstens also hier so einen ganzen Block. Von hier bis hier. Ja doch, das macht, das übersetzt, ja. Das ist doch schon mal was, ne? Aber vorlesen, nee, vorlesen will er dann wohl doch nicht. Das macht er da nicht. Okay, so viel zum Übersetzer. So, was habe ich noch installiert? Genau, den hier, den finde ich auch gut. Und zwar ein Terminalfenster. Hier DD-Term nennt er sich. Den möchte ich noch ein bisschen anders konfigurieren. Weil, wie man sieht, ist der so ein Weiß. Und Weiß, das gefällt mir gar nicht. Ah, hier. Farbschema verwenden? Ja, aber sagen wir mal dunkel. Gnome dunkel, was haben wir denn dann? Ja, sehr gut. Und nicht in transparent, sondern volle Deckkraft. Ja, dann hätten wir es so, ne? Wenn wir jetzt hier eingeben. Ja, das ist doch gut. Kann man ja größer machen, kleiner machen. Ne, kleiner machen nicht. Doch, kleiner machen geht auch. U-Name, minus A. Ja, herrlich, das geht doch gut. Wenn ich jetzt Alt F4 drücke, dann geht es weg. Oder einfach hier oben. Ja, das ist okay, wenn ich Exit drücke, dann geht es auch weg. Und hier mache ich es wieder auf. Ja, ob man es jetzt so aufmacht oder so, warum nicht? Also, ich lasse das mal einfach mal so zum Testen. Vielleicht schmeiße ich es hier aus dem Dock wieder raus. Und hier kann man auch einige Sachen einstellen, aber das kann man beim normalen Terminalfenster, meine ich auch. Auf jeden Fall fand ich das ganz witzig. So, das sind meine neuesten Gnome-Erweiterungen. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt noch bis zum nächsten Mal. Glück auf!